Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Fernbus-Simulator. Wir werden ab jetzt hier im Let's Play den Fernbus-Simulator auf den höchstmöglichsten Grafikeinstellungen, die man hier einstellen kann, spielen. Denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, weil ich es ja auf Twitter auch gepostet habe, ist meine neue Grafikkarte angekommen, eine Nvidia GeForce GTX 1070. Die habe ich auch direkt eingebaut und jetzt können wir hier den Fernbus-Simulator, wie gesagt, auf den höchsten Grafikeinstellungen ohne Probleme spielen. Hier schön mit 30 Bildern pro Sekunde. Also ohne Aufnahme könnte ich auch mit 60 Bildern pro Sekunde spielen, aber da ich ja, wenn ich mit Fraps aufnehme, das so eingestellt habe, da ich dann nur mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehme, weil es ja da auch noch flüssig aussieht, spielen wir halt hier sozusagen jetzt mit 30 Bildern pro Sekunde. Aber das jetzt ohne Probleme, werden wir es die ganze Zeit dann durchgängig hier genau immer 30 Bilder pro Sekunde haben. Und wie ihr seht, habe ich hier alles jetzt auf episch eingestellt, auf die höchstmöglichste Grafikeinstellung. Es läuft, wie gesagt, komplett ohne Probleme. Ich habe schon ein bisschen mal das getestet und die ganze Zeit, ja, ist es schön immer schön flüssig gelaufen, ohne große FPS-Einbrüche sozusagen. Also die ganze Zeit immer schön mit zwischen 30 und 60 FPS ist die ganze Zeit gelaufen. Und da sollten wir jetzt die ganze Zeit hier im Let's Play schön mit 30 Bildern pro Sekunde ohne große Ruckler, ohne große Probleme hier spielen können. Ja, und wir sind gerade mit unserem MAN Lions Code hier unterwegs. Ihr seht auch unseren Fahrplan, von Frankfurt nach Darmstadt geht's. Wir sind vor ein paar Teilen in Frankfurt losgefahren, dann über den Frankfurter Flughafen gefahren. Da sind wir schon vorbeigefahren, haben schon ein paar Fahrgäste aufgenommen und auch andere wieder rausgelassen. Sind jetzt gerade hier in Wiesbaden am Busbahnhof, nehmen hier 9 Fahrgäste auf und 8 Fahrgäste steigen aus. Dann geht es weiter über den Busbahnhof in Mainz bis dann zu unserem Ziel der ersten Linienfahrt hier im Let's Play bis zum Busbahnhof in Darmstadt. Genau, wir haben jetzt gerade 11.37 Uhr, 11.48 Uhr sollten wir hier losfahren in Wiesbaden. Ist noch ein bisschen früher angekommen als geplant, also wunderbar. Und dann lass uns jetzt direkt mal die Fahrgäste einchecken. So, da müssen wir am besten aber erstmal hier noch die Klappen aufmachen. Machen wir nur auf der Seite jetzt erstmal auf, damit die Leute alle ihr Gepäck einladen können. Genau, wie ihr seht, verschwindet so aus deren Händen. Und dann können wir die ganzen Leute mal einchecken. Aber hier steht ja, dass 9 Leute jetzt hier einsteigen würden. Das ist ein bisschen mehr als 9 Leute. Mal gucken, ob jetzt hier ein paar vielleicht ein Ticket kaufen wollen oder eigentlich mit einem anderen Bus mitfahren würden. Gucken wir einfach mal. So, guten Tag, die Dame. Dann schauen wir mal. Stehen Sie auf unserer Liste? Ja, Sie stehen auf der Liste. Einmal abhaken. So, der Herr. Guten Tag. Pierre Andres. So. Auch auf der Liste. Wunderbar. Bitte einmal einsteigen, der Herr. So, der Herr. Sie heißen Christian Hack und stehen auch auf der Liste. Also einmal einsteigen, bitte. Ich bin ja mal gespannt, wie viele Erfahrungspunkte jetzt wir bei dieser Linienfahrt hier, wie viel wir da bekommen. Und wie viel Prozent wir dann schon zur nächsten Stufe haben. Also wie lange es ungefähr dauert, bis wir dann Stufe 2 erreichen. Damit auch den größeren Bus noch freischalten. Und auch noch einen größeren Umkreis, dann einen größeren Radius dann bekommen. So, er steht zum Beispiel nicht auf der Liste. Und man geht mal auf Ausstehen, das ist ja mal übersichtlicher. Aber ein Nico haben wir hier nirgends auf der Liste. Tut mir leid. Da ist wohl ein Fehler unterlaufen. So, Frau Schaller, Sie stehen leider auch nicht auf der Liste. Tut mir leid. Da haben Sie sich vertan. Ah, er fährt mit... Nee, warte mal. Hat er jetzt gesagt, ich fahre einfach mit dem nächsten Bus, oder? Ah, nee. Okay, er hat anscheinend gesagt, er nimmt einen anderen Bus, dann ist es der. So, der Herr, guten Tag. Sie heißen... Er fährt nach Darmstadt, da würde es ja passen. Herr Blum... Sie stehen auf der Liste, steigen Sie ein, der Herr. So, was können wir für Sie tun, Herr Grabowski? Sind Sie hier richtig, fragen Sie. Ja, Sie sind richtig. Einmal einsteigen, bitte. So, guten Tag. Auch Darmstadt Busbahnhof, das passt ja zu unserer Strecke. Und Sie stehen auch auf unserer Liste, also einmal einsteigen, bitte. So, Herr Gottschalk, auch auf der Liste. Einmal rein in den Bus, bitte. So, die Dame, nach Mainz geht's. Das wäre unsere nächste Haltestelle, das passt. Und ich glaube, Naumann, ja, stand auch auf der Liste. Jetzt haben wir noch einen Fahrgast über. Einen Fahrgast noch über. Hallo? Ja, das ist der Mann, den haben wir... Da, genau, doch, der hat nicht die ganze Zeit das gesagt mit dem... Ich nehme den nächsten Bus, das war die Frau, die wir nochmal haben wir die ganze Zeit angesprochen, obwohl wir eigentlich den Mann ansprechen wollten. So, er verschwindet auch sozusagen und sollte jetzt im Bus sitzen. Wir können die Klappe schließen und einmal wieder reingehen hier in den schönen MAN Lions Coach. Oh, der ist ja jetzt schon gut gefüllt hier, der Bus. Ich finde das von innen auch echt schön modelliert, auch wie die Leute hier sitzen und so weiter, ist echt alles schön umgesetzt. Sieht auch echt gut aus von dem Bus. Sehr schöner, schicker Bus. Ich freue mich schon sehr auf den MAN Lions Coach C. Den wir dann wahrscheinlich jetzt auch mal gucken, wie lange es dauert, bis wir zur nächsten Stufe, bis wir die nächste Stufe erreicht haben, aber dann auch bald dann fahren können. So, wir können ja mal gerade hier jetzt die Zeit vorstellen auf 1 Minute vor Abfahrt und schließen schon mal die Tür und können auch schon mal den Motor starten. So, erstmal Zündung an und einmal Motor starten. Achso, doch, genau. So, Motor läuft. Und ja, Warnblinker können wir eigentlich nochmal ruhig anlassen. Wir können ja schon mal ein bisschen
Vorwärtsgang einlegen, das Licht anmachen und die Klimaanlage auch gerade mal an. Service, Klimaanlage, Klimaanlage an. Machen wir ruhig wieder so auf 22 Grad, hatten wir glaube ich letztes Mal auch. Und warten jetzt noch kurz, genau, bis es dann gleich losgeht. Dann geht es hier geradeaus aus Wiesbaden raus, beziehungsweise wir fahren geradeaus so eine Kurve, da wo wir herkamen. Wir sind ja hier vom Autobahnkreuz abgefahren von der Autobahn, hier nach Wiesbaden rein, hier fahren wir wieder raus und dann geht es gerade über das Autobahnkreuz hier bis nach Mainz. Mal gucken, ob wir heute bis nach Mainz kommen, aber sonst spätestens im nächsten Teil sollten wir auf jeden Fall da sein. So, die Ampel wäre jetzt grün, aber wir sollen noch nicht losfahren, warten noch kurz. Aber ich finde es auf jeden Fall echt richtig cool, dass wir jetzt hier den Fernbus-Simulator auf den höchsten Einstellungen spielen können. Also die Investition hier in die Grafikkarte hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin sehr zufrieden mit der Nvidia GeForce GTX 1070. Ist auf jeden Fall echt eine richtig coole Grafikkarte. Hat auch alles problemlos geklappt mit dem Einbau und ja, es läuft hier, gut, ihr seht die FPS-Anzeige nicht, aber hier die ganze Zeit stabil 30 Bilder pro Sekunde. Echt richtig cool hier ohne Probleme und es sieht alles einfach so geil aus hier von den ganzen Sachen. Die ganze Grafik, es war ja auf Mittel schon sehr schön, aber hier alles auf Episch ist natürlich nochmal ein Unterschied, ist einfach nochmal was anderes. Sieht einfach echt richtig geil aus. So, es ist 11.48 Uhr, Zeit für uns hier in Wiesbaden den Busbahnhof zu verlassen. Wir machen den Warnblinker aus, lösen die Feststellbremse und fahren los. So, können wir langsam losfahren. Hier die Ampel ist ja noch rot. Und 70 Kilometer bis nach Mainz jetzt. Und dann haben wir noch ca. 50 Kilometer zu fahren von Mainz bis nach Darmstadt. So, dann die Ampel grün, wunderbar. Und das geht direkt weiter. Schön wieder hier beschleunigen und dann müssen wir gleich wieder anhalten und es geht rechts lang weiter. Ja genau, mit der Grafikkarte einen ausbauen ist ja nicht so schwer. Ich habe jetzt bei meinem PC sogar schon, also als ich den gekauft habe, war ja eine, ich glaube, AMD Radeon HD 5750 drin. Die habe ich irgendwie vor 2-3 Jahren dann ausgetauscht gegen eine AMD, also genau AMD oder ATI, wie man es will, Radeon R9 270X. Die hatte ich jetzt halt bis vor kurzem hier drin. Bis vor ein paar Tagen in meinem PC. Und die habe ich jetzt halt wiederum ausgetauscht gegen jetzt eine aktuelle bessere Grafikkarte, gegen die GeForce GTX 1070. Und die sollte jetzt auch erstmal wieder ein paar Jahre halten. Also die nächsten Spiele sollte ich dann auch jetzt erstmal dann immer möglichst auf den höchsten Grafikeinstellungen spielen. Und die Spiele, von denen ich bis jetzt Let's Plays gemacht habe und die ich halt noch nicht auf den höchsten Grafikeinstellungen mit der R9 270X spielen konnte, wie, ich glaube, den Bausimulator konnte ich auch nicht auf höchsten Grafikeinstellungen spielen, aber ich weiß es nicht genau. Die Spiele werde ich dann ab jetzt auch auf den höchsten Grafikeinstellungen spielen, aber den Landwirtschaftssimulator zum Beispiel, LS15, habe ich bisher auch auf den höchsten Grafikeinstellungen gespielt. Aber OMSI 2 fällt mir gerade ein, genau, OMSI 2, da kann ich dann auch die Grafikeinstellungen mal ein bisschen höher einstellen. Werde ich dann alles so in nächster Zeit mal machen, muss ich halt dann gucken, was da passend ist, so für die Grafikeinstellungen. Grafikeinstellungen ich da zum Beispiel OMSI 2 jetzt spielen kann. Und ich habe es ja schon, ich weiß nicht, wie hoch ich jetzt OMSI 2 schon so eingestellt hatte, aber auf jeden Fall kann ich es dann nochmal ein bisschen höher alles einstellen. Und ist echt immer eine coole Sache, wenn man die Grafik immer noch so höher mal wieder einstellen kann. Und es einfach nochmal viel geiler aussieht, als es eh schon aussieht. Weil auf Mittel fand ich, sah es schon echt gut aus, aber hier merkt man einfach nochmal einen Unterschied. Es ist einfach nochmal richtig geil aus. Jetzt funktionieren auch, wie ihr seht, hier alle Spiegel. Auch hier die ganzen Zusatzspiegel, nicht nur der große Hauptaußenspiegel. Das sieht halt alles echt richtig gut aus hier. Ich glaube, es ist auch so, zum Beispiel, wenn es regnet, würden es auch so Wassertropfen auf der Scheibe runterlaufen. Also ist, glaube ich, bei Effekt da, je nachdem, wie man da die Grafikeinstellung eingestellt hat, so wie es davor eingestellt hatte, auf Mittel war es, glaube ich, so, dass man da nicht sowas gesehen hat, dass irgendwie Wassertropfen zum Beispiel die Scheibe da runtergelaufen sind oder so. Also hätte irgendwie so der Scheibenwischer nicht wirklich einen Effekt gehabt. Also hätte es auch nichts wirklich gemacht, ob man jetzt einen Scheibenwischer benutzt oder nicht, wenn es regnet, wenn man eh keine Wassertropfen auf der Scheibe sieht. Aber wenn man es halt hoch oder auf episch halt dann eingestellt hat, dann sind zum Beispiel auch Wassertropfen, glaube ich, auf der Scheibe. Aber ich sehe gerade, da können wir hier mal gerade nochmal diese... Was ist da? Das hier mit den Fahrgästen drücken, den Infodisplay anmachen. Aber sonst ist alles passend. Ah, vielleicht kommen wir... wobei die Ansagen, die lassen wir jetzt mal. So. Genau, also er freut mich sehr, dass ich jetzt hier halt, wie gesagt, diese neue Grafikkarte dazugelegt habe. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Investition, was ich mir da jetzt halt für eine Grafikkarte hier gekauft habe. Hat ja auch, wie gesagt, also ohne Probleme gepasst, um meinen PC einzubauen. Grafikkarte wechseln ist jetzt auch nicht so aufwendig wie zum Beispiel, ich finde so CPU austauschen ist, glaube ich, so das Aufwendigste. Weil man muss ja dann auch diesen CPU-Kühler drauf machen, dann muss man ja diese Paste dahin machen und so weiter. Also von dem, was ich halt jetzt schon an Austauschen am PC gemacht habe,
ist, glaube ich, so CPU-Austauschen so das Aufwendigste. Ich habe ja an meinem PC jetzt schon fast alles komplett ausgetauscht, also im Vergleich dazu, wie er halt am Anfang war. Weil gut, irgendwann war es ja immer so, das ist schon ein bisschen länger her, da war mein PC ja immer so komplett kaputt. Und ich weiß nicht, vielleicht folgt ihr so seit der Zeit auch schon seit längerem da halt meinen Kanal und habt das vielleicht mitbekommen, dass ich halt dann eine Zeit lang keine Videos machen konnte. Ich weiß nicht, wie lange es war, eine Woche, anderthalb Wochen oder so. Vielleicht sogar länger, auf jeden Fall war halt mein PC kaputt. Und ich weiß gar nicht mehr, woran das jetzt genau lag oder ob mehrere Sachen sogar kaputt waren. Auf jeden Fall habe ich halt zu dem Zeitpunkt da halt mein PC auch dann gleich aufgerüstet, weil ich habe, also entweder war das Netzteil nur kaputt oder Netzteil und Mainboard. Und da habe ich halt das beides ausgetauscht, mir halt da beides Neues gekauft. Und bei der Gelegenheit habe ich halt gleich auch noch meine CPU ausgetauscht, weil die sitzt ja direkt auf dem Mainboard, wenn ich das Mainboard austausche. Und da kann ich auch gleich eine neue CPU dann auch mit einbauen, weil es eben mal irgendwie Zeit an der Zeit war. Oh, ich glaube, ein Blitzer hier rechts, ne? Muss man aufpassen. Aber hier können wir ja nicht so schnell fahren, müssen wir gleich wieder anhalten. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich dachte mal zu dem Zeitpunkt, ja, dann kannst du auch noch die CPU austauschen, aufrüsten, wenn du eh schon da jetzt das Ganze da umbaust, und das ist eh ein guter Zeitpunkt, mal eine bessere CPU einzubauen, weil mit der Zeit brauchen die Spiele ja immer alle immer mehr Leistung und da lohnt es sich dann auch mal eine neue CPU hier einzubauen. Habe ich auch dann gemacht, ich habe jetzt eine i5 mit 3,4 GHz, 4 Kernen drin, ich weiß gar nicht, was ich davor drin hatte, ich glaube es waren 2,8 GHz oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und ja, genau, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch meinen Arbeitsspeicher von 4 auf 8 GB abgegradet. Und ja, das waren halt zum Beispiel so Sachen, was ich schon so, fuck, das war noch leicht vom Bremsweg, was ich schon so an meinem PC ausgetauscht habe. Und Arbeitsspeicher habe ich auch, gut, Arbeitsspeicher ist auch recht simpel, also ich glaube, Arbeitsspeicher ist am einfachsten auszutauschen sozusagen, beziehungsweise aufzurüsten. Ich habe jetzt, genau, am Anfang hatte ich 4 GB drin, dann als jetzt mein PC da kaputt war vor einigen Jahren, habe ich, vor anderthalb, zwei Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange es schon her ist, oder war es letztes Jahr vielleicht, kann auch sein. Ne, war ich schon ein bisschen länger, ich glaube 2 Jahre ungefähr. Da, genau, habe ich meinen Arbeitsspeicher auch noch gleich mit aufgerüstet, halt von 4 auf 8 GB. Und jetzt, wo ich mir jetzt eine neue Grafikkarte gekauft habe und eingebaut habe, habe ich jetzt auch noch noch meinen Arbeitsspeicher ein bisschen aufgerüstet. Und zwar jetzt von 8 auf 16 GB. Da sollte ich jetzt zum Beispiel im Flugsimulator, hatte ich bis jetzt zwar auch nur sehr, sehr selten die Meldung, so out of memory, dass halt kein Arbeitsspeicher mehr zur Verfügung steht und dass der Flugsimulator deswegen abgestürzt ist. Habe ich auch schon mal so eine Meldung bekommen. Eieiei, was schleicht ihr denn hier alle so? Aber so Meldungen sollte ich zum Beispiel jetzt hoffentlich beim Flugsimulator nicht mehr bekommen, wobei ich die halt auch nur sehr, sehr selten bekommen habe. Aber ja, 16 GB Arbeitsspeicher ist hier schon recht ordentlich jetzt. Genau, also ich habe jetzt halt meine Grafikkarte ausgetauscht, aufgerüstet, neue Grafikkarte rein. Eieiei. Was machen die denn hier so langsam? Hier darf man noch 80 oder 100 sogar fahren. Also mit der KI, ich weiß nicht, ob da nochmal irgendwie nochmal was gemacht werden muss, weil manchmal verhält die sich schon nicht so ein bisschen komisch. Also hier auf der Autobahn, was ich dann ganz cool fände. Ah, guck mal, jetzt geben sie Gas. Jetzt geben sie Gas. Wenn hier so die KI auch wirklich auf der, auch mal so Spurwechsel, ich weiß nicht, ob die so wirklich so viel Spurwechsel machen, die nämlich gar nicht, dass die wirklich auch mal so ans Rechtsfahrgebot sich halten, wäre ganz cool bei der KI, dass die halt möglichst rechts fährt und nur links überholt, dass man das wirklich halt hier so fahren kann, wie halt auch in echt. Weil guck mal, hier neigt man es halt dazu, rechts mehr zu überholen, weil der links so langsam ist einfach, und wenn man jetzt hinter den fährt, fährt er ja auch nicht rüber oder so. Also da finde ich zum Beispiel die KI im American Truck Simulator nochmal besser, wie sie sich hier auf der Autobahn verhält, also weil da ist die ja richtig cool und richtig gut gemacht mit dem Spurwechsel und so weiter, da ist die KI ja da richtig gut, weil guck, der könnte jetzt zum Beispiel rechts rüberziehen, die Spur ist ja frei, was will der auf der linken Spur noch bleiben? Weil jetzt gut Gas gebracht, guck mal, LKW da vorne auf, taucht auf einmal so nix auf. Gut, jetzt überholt er, aber wenn er zum Beispiel so die alle überholt hat, dass er dann rechts wieder rüberfährt oder sowas. Wobei, gut, jetzt passt es gerade, aber ich hatte auch schon mal Situationen halt, wo ich hier so gefahren bin, da war die KI links langsamer als die KI rechts und das ist dann schon ein bisschen blöd. Aber cool, dann guck mal, der macht jetzt zum Beispiel ein bisschen langsamer, lässt ihn hier reinfahren. Ich habe es auch einfach bis jetzt immer nur anders beobachtet, aber ich hatte auch so ein paar andere Situationen halt schon mal, wie gesagt, wo die KI zum Beispiel links dann langsamer war als rechts, und ist ja auch mal ein bisschen blöd. So, meins steht hier auf dem Schild rechts ab, das heißt, wir müssen wahrscheinlich gleich rechts rum. Ein bisschen stark, glaube ich, gerade in der Kurve gewesen, deswegen kam Lenkfehlverhalten. Genau, also wie gesagt, ich habe halt jetzt neue Grafikkarte hier drin, ging auch recht einfach einzubauen, muss ich einfach nur aufs Mainboard so draufstecken sozusagen und halt Stromanschluss da dran machen. Und Arbeitsspeicher habe ich auch jetzt, wie gesagt, nochmal einen 8 GB Riegel mir gekauft und da halt jetzt von 8 auf 16 GB aufgerüstet. So, wir müssen hier runter. Es geht nach Mainz, noch 30 Kilometer, wobei wir da im heutigen Teil nicht mehr ankommen werden. 60 km/h hier in der Kurve.
So. Ihr seht, es sieht einfach echt hier alles richtig geil aus. Also mit dem, mit der Vegetation und so ist ja auch alles auf episch, auf höchsten Einstellungen. Sieht einfach echt alles richtig episch aus, sozusagen, genau. Ja, Leute, dann würde ich sagen, beende ich den Teil an dieser Stelle. Im nächsten Teil geht es dann weiter bis nach Mainz. Wir holen die Fahrgäste dort ab und dann geht es weiter auf dem Weg zu unserem Ziel, der ersten Linienfahrt bis nach Darmstadt, wobei wir da im nächsten Teil wahrscheinlich nicht ankommen. Mal gucken, wie weit wir im nächsten Teil kommen werden. Wir haben ja auch noch 24 Kilometer bis nach Mainz zu fahren. Das ist also an der Stelle jetzt von dem Teil hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Haut rein. Euer Line Gamer 1. Ciao.